Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Besiege. So, wir waren jetzt in Zone 10 stehen geblieben. Das war die Harfe da oben zerstören, glaube ich. 80% davon. Ich denke mal, wir können da so. Sitzen da einfach so eine Kanonenkugel rauf. Kanonenkugel? Eine Kanone rauf und schießen da einmal in der Luft. Ich denke mal, das wird reichen. Wo ist sie? Da ist sie. Das war auf C. Ein Schuss. Okay. Können wir bestimmt näher ranfahren. Und C. Das war ja mal voll easy. Gut, schauen wir das nächste an. 80% von dem Turm. Okay. Da sind auch diese Bogenschützen dabei. Deswegen werde ich da. Warte mal, kann ich nicht von hinten da ranfahren? Jo. Gut. Ich würde mal sagen, wir fahren da von hinten ran, damit die Bogenschützen uns in Ruhe lassen. Da muss ich erst noch die Reifen einstellen, weil die habe ich ja gerade nur rangebaut. Das ist jetzt rechts, links. Links, rechts. So. So, jetzt schon mal auf die richtige Tastatur, auf die Pfeiltasten gehen zum Steuern. Und da auch noch mal hier Reifen ran, damit wir ein bisschen schneller fahren. Nein, wir haben schon einen Reifen abgeschossen. Ah, super. Mist. Ah. Wenn ich jetzt da lang fahre. Nein, ach Mensch. C. Ah, da kann ich gar nicht kaputt schießen. Weil ich den da unten nicht kaputt schießen kann von so nahen. Weil ich den da oben bestimmt auch nicht von so weitem kaputt schießen können. Dann muss ich das anders machen. Am besten wäre es natürlich mit diese Bomben. Weil die haben ja schon sehr viel Schaden angerichtet. So. Ja, probieren wir mal mit dem. Bomben was zu machen. Das muss natürlich auch ziemlich hoch sein. Das muss ja auch ziemlich hoch sein, weil wenn es
weit unten ist. Komm, mit den Kanonenkugeln ja nicht hoch. Ups, so. Gehen wir mal weg da. Obwohl, ist eigentlich scheißegal. Hätte man auch liegen lassen können. Liegen lassen. Stehen lassen. Wie auch immer. So. Und dann kommen da jetzt die drei Bomben rein. Wie bei der anderen Burg auch. Die Höhe passt ja auch ungefähr. Und das ist ein kleiner Absatz, also müssten wir ein bisschen weiter hinten haben die Reifen. Also sprich, wir dürfen sie nicht hier vorne ansetzen, sondern mal jetzt hier einfach. Und bei dem dürfen wir nicht hier unten müssen, sondern einen da drüber die Verbindung machen, weil dort machen wir dann wieder diese, wie hießen die Viecher? Ach, ihr wisst welche ich meine. Die das ganze Teil nach oben drücken. Wir müssen die Bomben noch vor den Pfeilen schützen. Machen wir es einfach so und nehmen gleich die Holzlatten, ziehen sie vorne drüber. Oh. Und ich denke mal, es würde dann reichen mit die Holzlatten. Ich denke mal, wir brauchen hier keine Stahllatten. Machen wir mal so. Ah ne, den machen wir lieber weg. So, jetzt nochmal Mechanik war das, glaube ich. Was bist. Ne, das waren die hier, ne? Ne, doch, Pistern war das. Gestern noch benutzt und heute schon wieder vergessen, wie das heißt. Naja. So, ach, ah. Ich war ja nochmal hier an der Seite den Schutz, damit da kein Pfeil reinkommt.
Ja. Na, vielleicht kommen sie ja noch dadurch. Na gut, dann machen wir hier hinten auch noch. So. Ach. Haben wir einen Schutz jetzt überall ran. Obwohl das hier ist wahrscheinlich nicht so eine gute Idee. Nachricht. So. Dann machen wir den hier noch von innen. Die beiden, die beiden. Ah, doch, das sieht doch eigentlich schon irgendwie gut aus. Irgendwie. Irgendwie sieht das gut aus. Wollen wir mal hier nochmal so einen ran. Und den daran. Ja, lass mal. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was passiert. Okay. Gut. Die schießen den Schutz ab. Ach du meine Scheiße. Also Holz bringt nicht sehr viel was. Also bringt schon ein bisschen was, aber die schießen den Holzschutz einfach weg. Wenn die Holzschutz wegschießen, warum haben sie überhaupt solche Holzlatten dann, wenn die so leicht wegschießen können? Das ist ja richtig doof. Ups, jetzt habe ich den Balken weggenommen. Setzen wir erstmal wieder den Balken neu ran. Ja, Mensch. Weg mit dem Balken. So.
Der Balken soll so ran. Genau. Dann gehen wir jetzt mal auf Stahlschutz. Jetzt wird natürlich das ganze Teil schwerer, ne? Auch scheiße. Schon wieder ein Balken weggenommen. Wie geht denn der jetzt weiter runter? Ah, ey, mein Hals kratzt. So. Bevor ich jetzt alles fertig mache, probiere ich erstmal die Seite hier aus. Das geht aber ganz schön gut hier. So, war gerade schon, wo der Knopf war. Das war P gewesen, ne? Ich weiß es nicht mehr. Was war das für ein Knopf gewesen? Was war das für ein Knopf gewesen? Ha. 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 Okay. Okay, den Schutz hat dann, haben sie auf jeden Fall nicht so ganz so schnell weggeschossen. Und das war auch nicht lange dran. Naja, doch. War schon lange dran. Oh, jetzt habe ich die eine Bombe weggenommen. Warum kann man zwischen den... Den Schatten sieht gut aus. Ich will Sachen wegnehmen. So. Den habe ich weggenommen. Und den. Ach, Mist. Mensch. So, jetzt aber. Dann nehmen wir jetzt hier die Hose hier. Knallen hier. Alles einmal voll mit den Stahlplatten. Hier die ganzen Stahlplatten ran. Ich wollte noch nie eine Bombe, die habe ich aus Versehen rausgelöscht gerade irgendwie. Die dann noch mal rein. So, hier ist sie. Jetzt wieder auf die Stahlplatten. So. Ja. Dann nehmen wir nochmal hier, damit es gleichmäßig aussieht. Lieber weg. Nein, die an. Ah, von hinten lassen wir erstmal. Dann fahren wir jetzt so. Sieht das da hinten mit zu dem Turm?
Jo, das fehlt mir zum Turm. Okay. Ah. Jetzt habe ich ein anderes Problem. Jetzt kann ich es ja nicht einfach rauskullern lassen, weil dann brauche ich ja halt auch noch eine. Mist. Oh. Kann ich irgendwie ein Katapult machen? Oder wir fliegen hoch, wir machen Hubschrauber. Machen dann kleine Falltüren. Ich glaube, das werden wir machen. Ein Hubschrauber. Naja, probieren wir es zumindest. Ich habe sowas ja noch nie gemacht. Also erstmal nach unten. Dann machen wir jetzt. Eins, zwei, drei. Drei werden, glaube ich, reichen. Was waren die Teile, die nach oben einholen? Ein Ballon, okay. Machen wir erstmal das Grundgestell. Machen wir vier Bomben. Okay, muss ich sowieso auch noch machen. An jeder Ecke sowas ran. So. Jetzt. Muss ich das gleich irgendwie machen, dass er das fallen lässt. Mit der Helikopter ist auch übel. Wenn er sich ein bisschen zu doll bewegt, dann. Upsa. Der muss da weg. Das Wichtige ist, dass jetzt alles auch wirklich gleich aussieht, dass das Gewicht gleichmäßig verteilt ist. Weil wenn die eine Seite schwerer ist wie die andere Seite, wird er wahrscheinlich zur Seite kippen. So, okay, da haben wir schon mal alles. So. Dann ziehen wir das Teil mal ganz nach oben. Dann machen wir noch mal hier.
Ach Mensch. Ach nee, war sogar richtig. Ich hier gar nichts mit. Das ist so alles dicht beieinander, ja. Oh, jetzt müssten eigentlich alle ein bisschen befestigt sein. Davon eine. Oh, dann können wir hier schon mal das Kreuz reinsetzen und da. Ja, das Kreuz. Ja. So, jetzt die Halterung. Ne, das ist keine Halterung. Das müssen wir aufhalten. Oder? Ja, das ist nur eine Halfpipe. Brauchen Halter. Ein Hoppel-Hoppel-Halter. So. Ja. Was ist denn das hier? Auch nicht. Mechanik? Das wird das sein. Okay, Nummer 1. 2. Eins, zwei, vier, fünf. Eins, zwei. Eins, zwei. Da muss ich jetzt immer nur wissen, wo vorne ist. Eins, zwei, vier, fünf. Kann ich auch eine Bombe festmachen? Rubber als doch halten. Ah, glaub, müssen wir sowas anderes nehmen. Ja, der ist nicht fest. Okay. Also, wieder weg. Wieder weg, wieder weg. Und dann nehmen wir jetzt den Mechanik. Den Grubber des Dings. Okay. Und jetzt auf Bombe gehen. Kann ich da gar nicht ransetzen? Ja, ja. Mensch, wie mache ich das denn? Wie mache ich das denn? Ah, das gibt's doch nicht.
Keine Ahnung, wie ich das mache. Oder warte mal. Nee, reifen nicht. Schaden. Wir bleiben bei den Bomben. Aber machen wir das. Nee, nicht so. Nicht so. Und Mechanik. So. So. Ja. Und hier kommt gleich nur diese Fliegviecher auf. Ja. Diese. Ah, ich muss erstmal runterziehen. So, jetzt. Ja. Dann werden wir mal das hier. Mechanik. Schraubenschlüssel. Achso, ich weiß, war so weit weg. Okay, eins, zwei, vier und fünf. Eins, zwei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei. Hier ist eins. Und warte, da haben wir dann noch. Oh. Ach, wir probieren einfach so einmal kurz. 1, 2, 4, 5. Erstmal schauen, ob das alles klappt. Mit O fliege ich.
Und das klappt nicht ganz so, wie ich dachte. Er flattert ja mal links, rechts. Fliegen, fliegen, fliegen. Ja, Balance. Dass ich überhaupt tragen kann. Ja. So. Natürlich nicht. Also das Lösen, das klappt schon mal. Und wann geht der erst hoch? Da ist frei. Der geht hoch. Oder der? Nee, der. Ach doch, der daneben. Jetzt habe ich noch folgendes Problem. Es ist so schwer. Doch schon wieder. Nee. Passt auch nicht. Ein Flügel. Was ist das eigentlich? Ach, das ist so ein Dingens. Kann man jetzt so einen Helikopterpropeller bauen? Mal Play und drück mal F. Schau, was passiert. Ach Leute, ich weiß jetzt nicht erstmal genau, wie ich das machen soll. Ich werde nochmal nachschauen, wie ich das machen kann. Ich denke mal, mit Fliegen werde ich das weitermachen. Probieren und da ein bisschen was zu bauen. Und ich werde euch dann die Lösung beim nächsten Mal zeigen. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss.